Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Alpha 20, die erste Aufnahme in 2022. Ich wünsche euch allen Gesundheit und ein gutes neues Jahr. Wir machen weiter mit der Alpha 20 und ich freue mich sehr drauf. Ich musste die Horde nochmal spielen, denn ich hatte meine Save Games von 7 Days to Die gelöscht und habe jetzt gerade nochmal die Horde gespielt. Deswegen kann es sein, dass der Loot sich ein bisschen unterscheidet. Ich habe mal ein bisschen die Kisten sortiert. Die Horde war wieder um 2 Uhr zu Ende. Ich habe die Munition hier reingelegt. Ich habe dieses MG wieder reingemacht. Ich nehme weiterhin die schallgedämpfte Pistole, um in den Poys hier zu agieren. Und jetzt fahren wir mal zum Händler. Und werden erstmal den Kram verkaufen, den ich in der Tasche habe. Und für die nächste Horde habe ich fest vor, ein Hordenturm zu bauen. Hoppala, hüps. Und dann werden wir noch ein bisschen questen. Langfristig, wenn wir eine Orga finden, dann würde ich auch hier hinten diese Basis in dem Berg beginnen wollen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, weil derzeit in dem Berg zu buddeln ohne gescheite Werkzeuge ist Quatsch. So. Jetzt hoffen wir mal, dass der Händler noch die Chemiewerkbank hat, denn ich habe leider den Beaker immer noch nicht gefunden. Moin. Restock an Tag 16. Der macht nämlich morgen auch seinen Restock. Der hatte doch hier, einen Beaker hat er nicht, ne? Nö, aber der hat eine Chemistry Workstation gehabt. Die hat er auch immer noch. Und die werde ich mir auf jeden Fall jetzt kaufen, weil ich keine Lust habe, jetzt noch irgendwie Stunden und Tage nach einem Beaker zu suchen. Natürlich, nach Murphys Gesetz ist es so, dass wir sehr wahrscheinlich jetzt den Beaker demnächst finden. Das ist ja meistens so. Und die waren natürlich sehr teuer. Ja, vielen Dank. Der Zufall will, jetzt finden wir wahrscheinlich einen Beaker nach dem anderen, könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt können wir wenigstens gescheit Munition herstellen. Das ist schon mal top. Jetzt stellen wir schon mal die Chemiewerkbank auf. Auch wenn es jetzt sauteuer war. Ich finde 13.000 sind schon ordentlich, aber was will man sonst mit seinem Geld machen, ne? Außer Munition kaufen und... Jetzt können wir zumindest Potassium Nitrate und Kohle anständig... Hoppala! Verwerten. So, stellen wir die kurz noch auf. Sind dann Apothekenpreise, passt ja auch. Die Tür muss ich noch nachreparieren, fällt mir gerade auf. Aber ich will sowieso hier auf dem Parkplatz hier vorne will ich einen Hordenturm bauen. Also wir werden mal gucken, wir machen wahrscheinlich hier. Entweder hier oder... Ja, hier haben wir mehr Platz. Wir nutzen wahrscheinlich den kompletten Parkplatz. Ich glaube, der gehört... bis wohin gehört dieser Poi? Doch das Gelände müsste noch dazugehören. Oder gehört das schon zum Nachbarn da drüben? Nee. Ich würde sagen, das gehört noch alles zu dem Poi. Oder bis hier? Ach, um sicher zu gehen, bauen wir es einfach hinten. Guck mal, hier ist ein schöner Platz. Hier werden wir so einen kleinen Hordeturm bauen. Da hatte ich mir ein Video angeguckt, wie man das am besten aufbaut. Und das versuche ich mal nachzubauen. Das werden wir auf jeden Fall machen. So, Chemiewerkbank. Kommt hier daneben. Da kommt sie hin. Und ich glaube, aktuell haben wir aber keine... Hatten wir keine Materialien, oder? Ein bisschen Kohle, ein bisschen Potassium. Nee, Kohle fehlt uns. Und Potassium müssen wir auch noch besorgen. Das machen wir alles noch. Jetzt questen wir erstmal. Wir haben Zeit zu questen, deswegen steht das Moped auch schon hier unten. Ach, ist immer schön. Ich finde so, wenn man so eine Horde hinter sich gebracht hat, wow, dann ist es echt cool, wenn man dann mal reinstarten kann. Ja, es haben viele von euch berichtet, die Geschichte mit den, dass hier die... Wenn man die Quests aktivieren will, dass das hier wegbuggt. Das war ja mit einem Ausloggen war das ja kurzfristig behoben, aber das ist leider relativ häufig. Gerade in der Stadt gibt es einige Poys, die noch nicht so richtig funktionieren, wie sie sollen. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass wir hier einigermaßen von verschont bleiben. Wahrscheinlich jetzt genau das, was ich jetzt hier aktivieren muss, ist wieder verbuggt. Moin, die Zombies sind auch schon am Start. Ne, hier funktioniert's. So.
Ein Moped stecken wir auch mal sicherheitshalber ein. Ich möchte nicht, dass das Ding hier verschwindet durch irgendwelche Fehler. Aber hier vorne habe ich gerade Zeitungsständer gesehen. Die will ich auf jeden Fall. Da sind nämlich ab und zu Rezepte drin, die wir echt gut gebrauchen können. Irgendwas läuft doch hier. Ach, gegenüber. Bewegt sie sich jetzt auch? Kaputt. Und irgendwo höre ich noch einen. Da. Präzise. So, was müssen wir machen? Clear the area, retrieve the supplies. Okay, wir müssen auch die Supplies suchen. Ein bisschen Pipe. Ich schnupper nur mal ganz kurz rein. Oh, oh, oh. Siehst du? Das Ding werden wir auf jeden Fall auseinandernehmen. Na, schade, keine Säure. Es kam nämlich der Hinweis, dass wir dieses Buch gefunden haben, um Säure aus Autos zu bekommen. So habe ich es verstanden. Diese Wasteland Treasure irgendwas. Schätze, Schätze, Ödlein Schätze hieß das, glaube ich, im Deutschen. Das nehmen wir kurz mal ab. Okay. Oh, das ist eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Die sind auch sehr gut. Das hat mir Jackie erzählt. Diese Kisten, die keine Beschriftung haben. Da, Säure. Siehst du? Lootglück. Sehr schön. Haben wir noch so eine Kiste irgendwie? Hallo, guten Tag, Lady. Okay, Feierabend. Da haben wir schon mal eine Säure. Damit können wir nämlich dann Reifen herstellen für ein bald wohl anständiges Fahrzeug. Das wäre zumindest eine schöne Nummer. Da ist nichts mehr. So, komm, wir starten jetzt den Poi. So. Dann, warte mal, wir können mal scrappen. Nägel können wir uns rausschmelzen, das brauchen wir alles erstmal nicht. Das passt schon. Jetzt wollen wir Säure ins Moped legen, das haben wir einstecken, das lassen wir mal. Los geht's. Okay, dann können wir die Kiste nochmal aufmachen, das heißt wir haben doppelte Chance auf Säure. Na, diesmal war uns das Lootglück nicht hold. Aber wenn nicht, stellen wir halt eine Kiste vor die Tür, wenn wir zu viel Kram einstecken haben. Sehr schön. Ne, das sind nicht die. Da oben ist nichts drin. So, jetzt müssen wir mal säubern und Supplies finden. Die Supplies. Hi. Uiuiuiui. Da war wieder ein bisschen unvorsichtig. So, die haben wir beide, die haben wir beide. Und das haben wir auch. Ist hier jetzt was drauf? Nein, immer noch nicht. Gut. Was ist hier dahinter? Ah, das ist die Tür, alles klar. So, geradeaus. Hier können wir nicht durch. Das ist ja der Poi, den wir durchgehen müssen. Nice. Ich liebe den schallgedämpfte Pistole. Das ist echt top. Leer, leer, leer. So, hier müssen wir auf jeden Fall mal durchlooten, weil es könnte ja noch irgendwo guten Kram geben. Aber die Regale lohnen sich ja mal gar nicht. Hallo?
So. Ich weiß, dass man es normalerweise zerlegt. Das können wir uns direkt gönnen. Oh, ein 6er Scrap Iron. Was haben wir denn an? Auf jeden Fall schlechteren. Da haben wir die gleichen an, aber mit Sprungeinheiten. Dann können wir die auscrappen. Der Helm lohnt sich auch nicht. Diese beiden 6er Bögen haben wir schon. Okay, weiter geht's. Wo ist denn der da draußen? Das juckt mich nicht. So, River Supplies. Die sind aber hier irgendwo auf der Höhe, oder? Ah, da sind sie da drüben. Wie kommen wir da hin? Da kommen wir wahrscheinlich noch hin. So. Jupp. Da ist irgendwas wach geworden. Offen. Jo, oh, da, die sind, das sind die Hausmeisterwagen. Das sind die Dinger, die Janitor Cars, ne? Ja, die gibt Säure. Wenn wir sie abbauen. Können wir gleich mal als Objekt der Begierde hier einen Screenshot machen. So, seltenes Gut in Seven Days to Die. Gun Range, da sind wir gerade, okay. Oh, hier ist ein Hund unterwegs, oder? Irgendwo habe ich hier was knurren gehört. Mal schon. Gut, dann ranchen wir das Ding mal auseinander. Ah, keine Säure. Pech gehabt. Okay, das lohnt sich auch nicht. Ich weiß, die können wir auseinandernehmen. Oh, was ist denn hier? Eine Schwebemaus. So, den scrappen wir direkt und das Moped kommt hier wieder unten rein. Hallo? Oh. Bitte liegen bleiben. Na, du bist doch mal stabiler, mein Freund. Ein Pulli. Nö. Alter, wie sieht das hier aus? Jetzt sind wir doch einmal im Kreis gegangen, oder? Ah, hier geht's hoch. Sehr nice. So. Waffen. Empty, empty, empty. Kommen wir hier ran? Die sind auch leer. Okay, was haben wir denn hier bekommen? Added Armor, String, Machete-Teile. Können wir alles auch verkaufen. Ne? Die Schaufel können wir schrebben. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Und wir werden was essen. Grabben. So. Na? Kleiner. So, jetzt gehen wir die Treppen hoch, würde ich sagen. Die sind aber unterwegs hier draußen. Bleib liegen. Immer noch clear the area. Also irgendwas haben wir übersehen, aber es ruckelt sich auch ab, das Spiel. Das heißt, hier fehlt noch irgendwas. Irgendwas wahrscheinlich draußen, oder? Wo sind denn die? Ah, hier. Naja. Wie kommen wir denn auf diesen Bereich drauf, frage ich mich. Interessant. Oh. Wir müssen doch irgendwie noch höher kommen. Hier geht's noch. Hier sind wir hochgekommen, oder? Ah, hier.
Jetzt, da haben wir noch einen kompletten Bereich, wollte ich gerade sagen, das ist doch nicht alles. Es zuppelt sich gerade so ein bisschen ab. Das nicht. Nein, nein, nein. Nein. Okay, sind definitiv noch Zombies unterwegs. So, aber es muss doch noch ein höher gehen. Wir müssen aufs Dach auf jeden Fall kommen. Hier raus, wa? Hä? Wieso werden die River Supplies noch angezeigt? Hatte ich nicht eben gesammelt? Moment. Moment, Moment, Moment. Ich muss erstmal die River Supplies holen. Habe ich die nicht? Habe ich die nicht eben aufgenommen? Habe ich bestimmt die Kisten da. Ich habe den Container gelootet. Und dachte, ich hätte die Dinger aufgenommen. Bin gar nicht drauf geachtet. So, warte mal. Nägel können wir rausschmelzen. Röhren brauchen wir nicht. Steine brauchen wir nicht. Säure nehmen wir definitiv mit. Knochen brauchen wir nicht. Das Sandwich brauchen wir nicht. Also zumindest aktuell nicht. So, jetzt bewegen wir uns doch schon ein bisschen leichtfüßiger. Oh. So viel Ferale hier unterwegs. Okay. Nein, nein, nein. Hallo. Okay, okay. Nein, ein Poncho. Ein Poncho brauchen wir ganz sicher nicht. So, ist der Hauptloot hier oben auf dem Dach gewesen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Wie kommen wir hier eigentlich hoch? Wie kommen wir hier hoch? Mussten wir hier runter? Ah, wir sind runter. Level up. Oh, Medizinschränkchen definitiv abbauen. Aber die lohnen sich ja eigentlich, kann man auch zerschlagen. Dann gibt es nämlich eventuell wieder Säure. So, Kaffeebohnen nehmen wir mit. Hallo, guten Tag. Hier regnet es ja Zombies. So, man könnte natürlich hier den ganzen Zement mitnehmen und, aber mein Inventar ist jetzt schon so voll. Da habe ich echt keinen Bock, jetzt noch meine Taschen mit dem Kram vollzuladen. Ah ja, hier geht's hoch. Irgendwelche Kisten übersehen. So, da hinten geht's hoch. Was ist hier hinten noch? Haben wir hier noch was übersehen eventuell? Ein bisschen Baumaterial, das ist natürlich sinnlos eigentlich.
Aber da wir es schon im Inventar haben, passt das ja. Okay. Und hier hoch. Und Geier? Ich hätte jetzt schwören können, dass ein Geier kommt. Wahrscheinlich jetzt erst auf der Ebene. Oh, ist das die Baustelle? Okay, nachgeladen haben wir. Oh, fuck! Boah, zwei Feraler noch so dicke. Wo wird denn hier gerannt? Ich höre es doch irgendwo. Stimmt hier hinter. Boah, was zuppelt das gerade? Was ist denn hier los? Voll am Stottern das Spiel. Hallo? Da. Oh, endlich. Feierabend. Hallo Loot. Aha. So, wir gucken mal, was wir hier ein bisschen Platz schaffen. Wobei, das können wir auch gleich machen, ne? Stein raus. Das bisschen Schießpulver müssen wir auch nicht unbedingt mitnehmen. 82 Wert. Ach, ja, komm. Brauchen Platz. So, los geht's. Ah, apropos Loot. Apropos Loot. Haben wir Lucky Looter. Wir haben 4 Punkte. Den Lucky Looter hoch zu pimpen wäre schon eine gute Nummer, ne? So, den einen Punkt heben wir uns mal auf. Stimmt, wir haben ja den Bogen, Modify. Dann haben wir da ein Stückchen Platz. Jetzt gucken wir erstmal durch. Die hier müssten wir aufbauen können. Zum Glück habe ich diesmal die Dietriche eingepackt. Das ist schon mal viel wert. Und Lucky Looter 4 dürfte uns auf jeden Fall auch ein bisschen Glück bringen. Vor allem looten wir jetzt schneller. Haben wir schon, aber 63 Schuss sind jetzt nicht zu verachten. Wunderbar. Noch ein Geschütz, naja. Ja, das war jetzt so semi-spannend, was wir da bekommen haben. So, raus geht's. Ab nach Hause, würde ich sagen. Wir sind doch hier übers Dach reingekommen. Kommen wir da auch wieder hoch? Ne, da kommen wir nicht hoch. Also müssen wir hier runter. Hier kommen wir aber raus, oder? Jo. Zumindest mit einem dicken Beinbruch. Okay. Zack. Zack. Ruggel die Ruggel. Ab nach Hause. So, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich sortiere ein bisschen aus. Wir sehen uns beim Händler für die Belohnung wieder. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes kriegen. Bis gleich. Ach, da sind wir beim Händler. Ich habe gerade festgestellt, dass ich meine Schaufel samt Mod geschrottet habe. Aber es war nur eine 4er Steinschaufel. Egal. Steel Spear, der ist, glaube ich, viel wert, ne? Den nehme ich auf jeden Fall. Und dann können wir ihm nämlich den direkt verkaufen. So, guck mal, haben wir schon wieder 8000. So, der dann Tag 16 Restock, das heißt, da warten wir noch mal ein bisschen. Wir sollten uns auch noch eine zweite Forge machen, würde ich sagen. Sonst hat er nichts Gescheites. Ne, es passt. Sniper Volume, weiß ich nicht. Ja. Ja. Das mache ich gerne. Da habe ich wohl beim Aussortieren unterhalb habe ich die... Achso, wir machen ja noch eine Quest. Habe ich wohl die Schaufel zerlegt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da Säure so knapp ist, würde ich sagen, machen wir es sowieso so, dass wir aufs Auto gehen und nicht aufs Moped. Eine Fetch Quest. Nehmen wir doch. Kriegen wir noch hin? Die kriegen wir noch hin. Zeit ist noch. Schade ist, wenn man zum Beispiel sein Moped zerlegt, dass man da nicht dann die Reifen rausnehmen kann oder zumindest das Material für die Reifen, ne? Aber ich glaube kaum, dass du in der Apokalypse auf einmal lernst, wie du Reifen wiederverwertest. Von daher wahrscheinlich auch ein bisschen realistisch.
Wow, 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 ganz ruhig. Na, zumindest das mit den Quests funktioniert zuverlässig. Ich will nochmal... da waren wir doch schon mal. Ich habe ein Déjà-vu. Bei Jacks Auto waren wir definitiv schon mal. Ja. Haben auch hier die Dinger schon gelootet. Okay, wir können ja mal gucken, als Test, wenn wir hier das Auto auseinandernehmen, ob wir Säure rausbekommen. Irgendwie müsste man auch seine Bücher auch einsehen können, oder? Das geht doch hier. Bücher. Boah, wo ist denn das Wasteland-Gedöns? The Brawler ist es nicht. Art of Mining ist es definitiv auch nicht. Shotgun Messiah ist nicht, das ist nicht. The Pistol Pete, Needle and Thread wird es nicht sein. Lucky Looter haben wir einmal gefunden. Auf Seite 2. Ah, Wasteland Treasures, hier. Und da ist, glaube ich, das Buch, hier. Add a chance to harvest asset from cars and medical equipment. Das Ding haben wir gefunden, das war das. So, haben wir das Glück? Wenn wir das Auto jetzt komplett auseinandernehmen, kriegen wir Säure. In diesem Fall nicht, aber wir können unser Moped zumindest schon mal nachtanken. So, ein bisschen was ist drin. So, ihr Lieben, den Poi, den machen wir aber in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Hier waren wir ja schon mal drin. Wir können noch mal ganz kurz reinschnuppern. Aber der dürfte sowieso leer sein, weil wir hier schon waren. Was gibt ihr? Nur Eisen und mechanische Teile. Ich glaube, so viel brauchen wir davon nicht. Ah, ein Radiator. Naja, das ist doch so. Früher konnte man mal Reifen zerschlagen. Wisst ihr noch, als man Reifen zerschlagen kann und dann dadurch eventuell einen kompletten intakten Reifen bekommen hat? Das war noch schön. So, nächste Folge Jacks Auto. Bis dahin. Tschüss.